Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit Harald Schmidt. Die junge Dame hat gefröstelt. War kühl. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Sehr aufmerksam. Vielen Dank. Danke. Sehr gut. Herzlich willkommen im Partykeller von Altötting. Und Elvira hat ein bisschen gefröstelt. Das ist für mich die Selbstverständlichkeit, dass ich sage, wir nehmen einfach die Jacke mit raus, die wir letzte Woche einer Frau in ihrer Größe geklaut haben. Sie hat sie leichtsinnigerweise draußen abgegeben, an der Garderobe. Der Papst ist in Bayern und in Altötting war mit das Beeindruckendste. Ich habe alles gesehen, auch die Vorlesung gestern an der Uni in Regensburg. Das war der absolute Hammer. Ich hatte den Eindruck, nicht alle im Auditorium konnten folgen. Nicht alle, ja, aber die meisten. In Altötting hat der Papst zur schwarzen Madonna gebetet. Und ich habe mich gefragt, werde ich wohl noch erleben, die umgekehrte Überschrift. Madonna betet zu schwarzen Papst. Wir bleiben beim Thema attraktive, erfolgreiche Frauen. Eva Maria Herrmann. Heute Abend zu Gast bei Frank Plasberg in der Show Eva, ich stelle mich Herrmann. Und das Buch Prinzip Deutschland ist der absolute Hammer. 50.000 Exemplare in der ersten Stunde verkauft. Hauptthese: Frauen zurück an den Herd. Ich habe mich gefragt, wieso zurück? Moment, sage ich. Natürlich sind wir ganz vorne bei der Sache Gleichstellung der Frauen. Warum sollen Frauen nicht am Herd stehen, wenn die Kette lang genug ist? Das Buch ist so erfolgreich von Eva Herrmann. Ja? Im Buchhandel sagt man nicht, das verkauft sich wie Sau. Der sagt, das Buch geht weg wie warmer Krass. Dann, ich grüße alle unsere lieben Freunde von der Bundeswehr. Schöne Zeit für mich, meinen Lieblingsgag in Sachen Seefahrt wieder unterzubringen. Bitte. Wo die Großmutter zum Enkel sagt, mein Junge, ich hatte in meinem Leben nur eine große Liebe. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Habe ich schon mal gemacht, oder? Schon eine Weile her. Ja. War das noch bei Sat.1? Du schreibst mir das genau auf, nicht, dass ich die Gags innerhalb von 5 Jahren wiederhole. Ja? Klaus Maria Schnüffel, der Chefbeauftragte im Gag-Bereich und CIA, ehrenamtlicher Mitarbeiter hier bei uns. Die Bundesregierung, seit heute sind wir wieder, wer kann man sagen, wir sind jetzt mit dabei im Libanon mit einem robusten Mandat. Das heißt, wir schießen nicht, wir checken, wir kontrollieren, also wegen Waffenschmuggel. Es dürfen keine Waffen geschmuggelt werden und dass das nicht passiert, das kontrolliert unsere Marine. Wir sagen toi, 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 Jungs, schön aufpassen. Der letzte Einsatz in Nahost der Bundeswehr war, glaube ich, die Oderflut. Ich sage Ihnen, wer für mich der glaubwürdigste Politiker ist bei diesem Libanon-Einsatz, Franz Müntefering. Ja. Aufgrund dieser Schiene, die er seit neuestem hat. Ja? Er hat irgendwie sich verletzt im Urlaub. Er geht immer so. In der SPD heißt es schon, hey, da kommt Captain Ahab. Ich frage, ob wirklich Münte auch zum Schluss an Angie gebunden ist, wie in Moby Dick und die letzte Bewegung so der Partei winkt, wo man dann rätselt. Ein Schiff heißt Mecklenburg-Vorpommern, das soll verhindern, dass Piraten es entern. Und wie gesagt, es wird kontrolliert, kein Waffenschmuggel. Und wenn das funktioniert, dann geht die Marine auch auf deutsche Schulhöfe im Anschluss. Ja. Wichtig für euch, Jungs von der Marine, Waffen aus dem Libanon erkennt man hauptsächlich am Rollkoffer drumherum. Morgen ist Kinostart vom, wie sagt man, das Parfum und das Parfüm. Das Parfüm. Ich meine, wenn ich im Kino sage, mir würde ein Deo oft reichen, nehme ich an. Ja?
Jetzt kommt die große Kinofrage. Warum kommt euch das nicht mehr im Ersten? Kennen Sie Kino früher mit Helmut Lange? Großartig. Hat man auch gerne gesehen. Ja, Frage, wer spielt die Hauptrolle im Parfüm? Richtig, Michel Douglas. Zum Beispiel der Produzent Bernd Eichinger, wenn er gefragt wird, wie ist der Film, sagt er, come in and find out. Die Hauptfigur, das wissen Sie vielleicht, in dem Roman von Patrick Süskind ist Monsieur Grenouille und der hat die Eigenschaft, dass er selber nicht riecht. Da sagen viele Ehefrauen, schön wär's. Avec nous ce soir, la prochaine victime de Monsieur Grenouille, sie wird nachher gefressen, beziehungsweise in Leinen gewickelt und abgeschabt. Madame la Reine de Grasse. Aber Moment. Moment. Mein Publikum hat ja einen IQ von 270. Wenn ich Grasse sage, meine ich Lavendel, nicht SS. Ja. Nathalie Dicard und die ARD Showband. Wir drücken unserer Marine die Daumen vor Ort. Das ist neu jetzt bei uns, dass man der Bundeswehr, den Bürgern in Uniform positiv gegenüberstellt. Das habe ich aus den USA übernommen. Ja, und von unseren großen Vorbildern, wo auch die kritischsten Geister in dem Moment, wo irgendwo einmarschiert, sagt, God bless them, our prayers are with them. Egal wie kritisch man sonst ist. Ja, machen wir auch jetzt hier, wir drücken die Daumen für die Bundeswehr. Sie sind gut ausgerüstet, das ist das neueste Computerspiel, dass das Verteidigungsministerium mitgegeben hat, die PlayStation 2 Heroes of Robustes Mandat, dein Auftrag, Schiffe verpassen. Ja. Versenken dürfen wir nicht, sonst kommt Kofi und schimpft. Ja. Wir passen auf. So, dann ganz wichtig, es sind bald wieder Wahlen, Landtagswahlen und viele fragen sich, wozu? Wo? In den beiden wichtigsten Bundesländern, meiner Meinung nach, Mecklenburg-Vorpommern, und Berlin. Ja, Berlin ist ja wirklich wichtig. Wird denn in Berlin überhaupt gewählt oder wird da einfach, wo wie rein, feiert der rein? Man kann schon wählen. Es sind zwei Spitzenkandidaten, Klaus Wowereit und Friedbert Pflüger. Mhm. Ich glaube, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Bitte gehen Sie zur Wahl. Wir kommen unserem Auftrag als öffentlich-rechtlicher Sender gerne nach. Das ist das offizielle Maskottchen, Kreuzchen der Wahl-Uhu. Sei nicht apathisch, wähle demokratisch. Super Spruch. So, meine Damen und Herren, nun ein Ausschnitt aus dem Schwarzwaldmädel. Ach nein, Entschuldigung, das kommt später. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ein großes Vertrauen in unseren Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Er hat sich, meinem, soweit ich das als dummer Wähler überhaupt beurteilen kann, sehr schnell eingearbeitet. Aber ein bisschen, und ich weiß, dass es vielen so geht, vermissen wir doch sozusagen den Außenminister überhaupt, den Überaußenminister, den Mega-Außenminister. Joschka Fischer, und ich werde oft gefragt, Herr Schmidt, mein Sohn ist 42 und möchte jetzt studieren. Ja? Wo unterrichtet denn Professor Fischer? Das haben wir für Sie nochmal aufgeschrieben. Er ist Gastprofessor an der Princeton University Woodrow Wilson School. Wenn Sie einen alten Fernseher haben, können Sie den ganzen Titel der Schule gar nicht lesen. Ja? Und es kommen jetzt auch bald GEZ-Gebühren, wenn Sie einen Computer kaufen. Wenn Sie die nicht bezahlen, dann können Sie in Zukunft nur noch solche Computerspiele machen. Fischer 1, Fischer 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mehr ist nicht drin. Ja? So, und die Frage, das können Sie bei der ARD jetzt downloaden. Joschka Fischer hat die Antwort, die uns alle beruhigt. Professor Fischer, wie ist die Situation in Afghanistan? Und am Horn von Afrika? Ist die Bundeswehr gut vorbereitet für den Einsatz im Libanon? Und was halten Sie eigentlich von Reinhard Bütikofer? Das war jetzt unfair. Die anderen Antworten waren echt von ihm. Ja, natürlich. Ja. Aber damit.
Saulgau, die offizielle Partnerschaft dieser Show. Dieses Buch hat man mir zugeschickt, und zwar der zuständige Redakteur des Schwäbischen Botens, der Schwäbischen Zeitung, Ressort Lokalredaktion Bad Saulgau-Pfullendorf, Klammer 2:1 gegen Bielefeld. Herzlichen Glückwunsch. Herr Clemens Riedesser, dieses Buch ist schon so alt und erfolgreich, da ist Saulgau noch nicht mal Bad. Sie wissen, wir hatten darauf hingewiesen, in Saulgau ist die Theaterhauptstadt Deutschlands, und jetzt kann ich Ihnen auch zeigen, wo Saulgau genau liegt. Im Oberschwäbischen. Absolut traumhaft, das hatte ich Ihnen schon gesagt. Ja, hier ist der Bodensee, hier der Bodensee, hier, hier, das Schwäbische Meer. Hier ist praktisch die Schweiz, da ist Österreich. Können Sie aber nicht sehen, weil Alpen davor sind. Ja, hier ist Österreich, da ist Schweiz. Hier ist genau Saulgau. Hier ist Saulgau, hier ist Kloster Birnau, da ist Ravensburg mit Weingarten. Hier ist Zwiefalten, alles Barockkirchen. Leute, ja? Zeigt das doch nicht alles, so schnell. Ja, hier, ich kenn, Leute können hier so, das sind die, das da, hier. Hier wimmelt's von Barockkirchen, ja. Und Zwiefalten, da habe ich ja praktisch jeden zweiten Sonntag verbracht. Da sind wir von Nürtingen aus hingefahren, Ausflug. Und ich weiß nicht, ob es noch gibt, es gab ein großes psychiatrisches Landeskrankenhaus. Da hast du Verwandte besucht, oder was? Herr Andrack wieder, macht Witze, ja. Macht Witze über diese Krankenhäuser. Das stimmt überhaupt nicht. Das war nur damals der Satz, dass man irgendwie gesagt hat, sag mal, wo ist denn seine Mutter? Mhm. Hat die Hänse am Samstag noch Zwiefalde do? Das sagte man da so locker. Ja? Heute würde man sich das gar nicht mehr so trauen. Du natürlich schon. Ich habe ja mich nur interessiert, irgendwie, warum ihr da wart. Wegen der Barockkirche in Zwiefalten. Dann Messkirch, hier am Rande, lohnenswert. Geburtsort von wem? Weiß ich nicht. Ja, das habe ich gewusst. Jetzt kommst du mir nicht aus. Wer ist in Messkirch geboren? Nicht Günter Grass, nicht Martin Walser, Hermann Hesse. Keine Ahnung. Martin Heidecker! Oh. Ist das Respekt oder wissen Sie nicht, wer es war? Hallo, ich bin der Martin. So ging er damals durch Tottenauberg dann. Das ist sein größter Hit. Gegen später. Messkirch im Allgäu, hier Kloster Birnau, habe ich schon gesagt, traumhaft. Also, und das, der Beiname von Bad Saulgau ist das Hexenstädtle. Auch die alemannische Fasnacht ist dort ganz groß angesagt. Denn eine schöne Tradition, früher hat man dort Frauen, die irgendwie ein bisschen verdächtig wirken. Einfach mal verbrannt, sicherheitshalber. Schlimme Zeit, Mittelalter, wir sind froh, dass das vorbei ist. Ja. 1584 wurde zum Beispiel Ursula Buchmeier aus Moosheim als Zauberin und Hexe verbrannt. 10 Jahre Ruhe, dann Magdalena Ulmerin, stranguliert und anschließend verbrannt. 72, Hebamme Anna Bersauter wurde peinlich befragt. Umschreibung für gefoltert. Und nach dem Geständnis enthauptet sowie verbrannt, nachdem sie 66 schon einmal verhaftet und ohne Erfolg gefoltert worden war. Lange vorbei in Saulgau. Sie können also dort, wenn Sie zum Beispiel heute mit einem Buch von Eva Herrmann durch Saulgau gehen, passiert Ihnen nichts mehr. Außer Sie sind Eva Herrmann selbst. Nein. Also das ist natürlich Bad Saulgau, wirklich ein fantastischer Kurort. Und ich glaube, dass ich bald hinfahre. Ich bin jetzt eingeladen worden. Und zwar Theater. Sie wissen, ich habe gesagt, Schauspieler, die im Tatort kleinere Rollen spielen, die müssen dann früh weg, weil sie nach Saulgau müssen. Zur Probe, und das ist falsch, man hat mir jetzt die Theaterspielpläne von Bad Saulgau zukommen lassen. Zwei Autoren im Mittelpunkt, Peter Schäffer und Felix Hubi. Peter Schäffer, welche Stücke? Richtig, Amadeus. Und Komödie im Dunkeln. Ich habe noch von ihm gesehen, früher Equus. Equus. Das Pferd. Equus, das Pferd. Es ging um irgendwie ein Trauma mit dem Vater. Der Schauspieler war nackt und er liebte Pferde. Und am Schluss hat er dem Pferd den Kopf abgeschlagen. Ich weiß nicht mehr genau. Ist lange her. Amadeus am 6. Oktober in Saulgau. Komödie im Dunkeln. Schwabenblues am 9. Dezember. Untertitel Mai Feld ist Welt. Von Felix Hubi. Die Geschichte der Akkordeonfirma Hohner. 3-Personen-Stück, Komödie im Dunkeln. Das ist eigentlich ganz gut. Ich glaube nicht, dass es bei denen so ist, aber normalerweise gibt es nach ungefähr 2 Wochen im Bus Stress, wenn du im 3-Personen-Stück bist, weil man mit der einen was hatte und mit der anderen was anfängt. Ah. Ja. Oder beide lassen einen nicht ran und man fährt dann mit dem Taxi privat hinterher und da geht die Abendgage geht drauf. Ich glaube nicht, dass hier so ist, aber ich kenne Fälle. Weißt du, wo? Früher, als ich noch Märchen gespielt habe auf Tournee und als Zwerg in der Pause dem Veranstalter hinterher rennen musste, um das Geld zu kriegen. Ja. Dann,
Da können Sie sehen, wie falsch ich mit dem Tatort lag. Dietz Werner Steck, früherer Tatortkommissar aus Stuttgart, jetzt unterwegs mit Bienzle und der Mord am Neckar von Felix Hubi in Bad Saulgau. Abo, teuerste Platz für 8 Stücke, 115 Euro für Erwachsene, geht runter bis 12 Euro. Und ich habe vorhin in der Probe schon mal angerufen, ohne mich zu erkennen zu geben. Mal gucken, ob jetzt noch jemand da ist. Die freundliche Dame hat gesagt 07581. Sie ist nachher weg und dann läuft der Anrufbeantworter. Da ist das Amt. Guten Tag. Sie sind mit der Touristinformation in Bad Saulgau verbunden. Unsere Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Am Samstag von 9 bis 12 Uhr. Nach dem Signalton dürfen Sie uns gerne eine Nachricht hinterlassen. Hallo. Ich finde, Sie haben die schönsten Öffnungszeiten von ganz Baden-Württemberg. Tschüssle. Das kriegen die nie raus, wer das war. Ja. Aber ich glaube, ich fahre vielleicht hin zu diesem schwäbischen Blues. Das ist irgendwie die Geschichte der Firma Hohner, das klingt gut. Aber Bad Saulgau ist, vielleicht gehen auch manche nicht von Bad Saulgau aus ins Theater, wenn die Tourneebühnen kommen, sondern sagen, wir haben ein Abo in Zürich. Wir fahren immer hin, wir bummeln, wir gehen schick essen und dann gehen wir dort ins Theater und übernachten auch. Also Apotheke oder so, ich weiß es nicht. Ich muss da hin, ich muss die Leute kennenlernen. Wir machen Kurzwerbung. Ich muss jetzt kurz eine Änderung hier für das Publikum im Studio bekannt geben. Ich hatte Ihnen vorhin gesagt, wir machen jetzt heute so ein schönes Spiel mit Autonummern reinrufen. Ja? Dazu kommen wir nicht mehr, weil der Anfang so super lief. Mit viel Applaus und Lacher haben wir oft nicht. Das heißt, außerdem haben wir einen Top-Gast, ja? Bulli Herbig, den holen wir jetzt gleich raus. Und das heißt, also wenn Sie in Zukunft jetzt hier, die Sie heute im Studio sind, zu Hause sehen und dann kommt dieses Spiel mit den Nummernschildern, dann wissen Sie, hui, das ist ein Abend, da lief's nicht so gut. Ja? Also. Ich habe dir schon mal Waldi Hartmann gesagt, der uns ja jeden Abend sieht in der Schweiz. Grüße, Waldi. Und ich habe gesagt, du Waldi, wenn ich wieder Führer spreche, ist die Materiallage ganz dünn. Ja, das ist nicht nur wieder Führer. Und seither passt er auf. So, jetzt, meine Damen und Herren, ist es soweit. Der erfolgreichste, das kann man ganz, ganz selten sagen, eigentlich nur wenn er kommt. Hier kommt der erfolgreichste Filmemacher aller Zeiten des deutschen Kinos. 11 Millionen Zuschauer, Shoot Us Money to. Und in dieser Dimension ging es weiter mit Titanic, mit Der Pate, Teil 1 bis 8. Jetzt auch auf Video und in Farbe, meine Damen und Herren. Sein neuer Film ist bereits in der Mache. Und er hat sich losgerissen von seinem neuen Hightech-Computer, an dem er diesen Film bearbeitet, um heute bei uns zu Gast zu sein, weil auch in Kürze seine Show Bulli und Rick wieder startet auf ProSieben. Unser lieber Freund, der erfolgreichste Mann des deutschsprachigen Kinos. Hier ist Michael Bulli, der Erfolg persönlich, Herbig. Das war sehr schön. Ich glaube,
Ich habe das mit dem Erfolg zweimal gesagt, ja, weil ich weiß, dass draußen mancher Kollege zuschaut und es dir jeder gönnt. Es gibt in dieser Branche keinen, der dann sagt, jetzt reicht's. Ich werde mir den Anfang der Show jetzt auch mehrmals täglich auf Video ansehen. Ja, darf ich noch mal ganz kurz was zu dem schwäbischen Dialekt sagen? Ja, bitte. Ja. Ich hatte nämlich früher mal, das war noch zu D-Mark-Zeiten, hatten wir eine schwäbische Kostümbildnerin. Ja. Und die war ganz leise und zurückhaltend, ganz hübsches Mädel. Und die kam eines Morgens, kam sie mit so einem ganz schicken Spider-Cabrio. Und ich sagte zu ihr, Mensch, hast du ein schickes Auto? Sagt sie, ja, das hat mir mein Großvater geschenkt. Dann sage ich, das aber nicht von deinem Großvater. Ja, der hat Angst vor dem Euro. So, das ist mir gerade dazu noch eingefallen. Ja, das ist die schönste Geschichte, die ich... Ja, der hat Angst vor dem Euro. Ist aber schon ein bisschen her. Ja, aber das sehe ich toll. Ja. Ach so, er hat es ihr gekauft, um den... Ja, ach so, ich dachte, er wollte überfahren werden. Nein. Ja, ich kenne die Motivation nicht. Nee, das finde ich auch süß, dass er sagt, nimm's und sonst... Hier, schnell raus mit der D-Mark. Ja, ja. Bulli, ein Mann, der so abgeräumt hat im Kino wie du. Wie dicht ist Hollywood an dir dran? Ja. Jetzt ja, mal raus ja, mit dem Namen. Also. Ja, nein, es ist ja so, also ich sag mal so, man kriegt schon Drehbücher geschickt, aber ich glaube... ich habe nach wie vor mehr Spaß. Lieber, also mein Traum wäre ja, sich die Kohle zu holen aus Amerika und den Film hier zu machen. Wirklich? Ja, das fände ich super. Wenn man läuft da hier, vielleicht nicht Amerika, aber sowas wie Parfüm zum Beispiel. Ja. Ist eine deutsche Produktion, sieht groß aus, ja. Ist hier gedreht, also ja. In Europa gedreht. Ja. Sowas schwebt mir vor, das fände ich toll. Mal gucken, vielleicht klappt es mal mit einem Arthouse-Film oder so. Mal gucken. Arthouse, das ist so, wo man so, sagen wir mal, mehr so Inhalte, also wo so auch im Halbdunkel am Fenster... rausgeraucht wird oder so? Ist das so Arthouse? Frauen mit Haaren unter den Achseln zum Beispiel. Wirklich? Ja. Schwarz-Weiß. Ach so. Schwarz-Weiß, Untertitel. Ja. Also, ja. Habe ich da kürzlich was gesehen? Ja. Schwarz-Weiß mit Untertitel. Das war auf dem Filmfestival in La Bœuf-sur-Loing. Und das war erster Preis. Ja, das haben die gewonnen. Das war der Jean-Luc Godard Memorial Festival. Wir können einen ganz kurzen Clip zeigen. Das sind die beiden teuersten Schauspieler Frankreichs in den Hauptrollen. Je regrette que tu sois malade. C'est bien l'anniversaire de Victor. Il a la cheveu noire. Et la mise au plus à l'ouvert. Que fait-il dans la vie? Oh, de babage, de la veste. Là, je suis bien, nos ombres. Tu as déchiré ton pantalon neuf et qui va le coudre? Quel pantalon fais-tu? Je ne sais pas. On a pris. Merde, ich habe keine Lust mit diesem beschissenen Untertitel weiter zu arbeiten. Konnte man es verstehen? Ja? Ja. Das war. Ja. Also für mich war das. Ja. Das hier. Eine. Wird es denn Ähnliches auch in deiner neuen Staffel von Bulli und Rick auf Pro7 ja. Am nächsten Montag? Ja, exakt. Also wir haben dieses Niveau jetzt eingeschlagen. Wir rechnen mit einer Mörderquote. Ja, absolut. Und das startet jetzt am Montag. Ja, Montag ist Montag. Das. Was ist heute für ein Tag? Mittwoch. Richtig. Ja. Oder? Ja. Normalerweise sage ich dir immer hinterher den ganzen Tag und abends mit Beleuchtung, aber natürlich nicht in der Show. Ja. Gibt es Änderungen zur vorigen Staffel? Ja, wir haben das Problem bei der ersten Staffel, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es zufällig gesehen. Ja, aber bitte bei den Quoten hat das doch. Also wir haben dieses Format entwickelt, wie man so schön sagt, das Format. Ja. Ja, also das Konzept. Das Konzept. Ja. So. Und, also das, was den meisten fehlt. Ja. So. Exakt. Ja, so. Ja. Und wir wollten eigentlich ganze Filme erzählen, also so 20-Minuten-Geschichten, ein Plot, also eine Handlung, ja. Und das sollte angereichert werden mit Sketchen und das haben wir dann gedreht und ich wollte es relativ zügig machen und schnell haben, wollte auch früh Feierabend haben. Ja. Und dann haben wir festgestellt, die Filme sind nur 15 Minuten lang. Und dann, oh ja, so hat der Sender auch geguckt. Und dann, und dann haben wir uns entschlossen, ja, machen wir noch ein bisschen Stand-up, wie man so schön sagt, Neudeutsch. Das ist aber gar nicht so leicht, haben wir festgestellt. Ja. Sind ins Kino gegangen, haben im Kino die Filme gezeigt und haben vorher sozusagen den Film erklärt. Ja.
Das hat dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ja, die Filme sind besser. Aha, ja. Aha. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben jetzt die Filme doppelt so lang gemacht. Wir haben kein Publikum mehr im Kino. Und ich hoffe, den Leuten gefällt es. Also es sind nur noch Filme? Nur noch Filme. Also kein Live-Teil mehr? Nein, gar nichts. Also nur noch zwei Menschen treffen aufeinander im Gefängnis, im Hotel. In der Talkshow übrigens. Ach, schön. Auch, ja. Und das wird mit lustigen kleinen Filmchen mit diesem Niveau. Und dann soll wirklich Schluss sein mit Fernsehen. Also Bulli, das kannst du uns doch nicht antun. Ist das wie nur so ein Pressegerücht? Nein, es ist vorläufig für uns die letzte Staffel, weil wir einfach jetzt das 10 Jahre gemacht haben. Ja. Ich finde, das ist ein schöner Kreislauf. Ja. Jetzt kommt dann der nächste Film nächstes Jahr ins Kino. Das ist auch noch, der stammt ja auch noch. Und das ist ein Film für mich, weil ich habe das vielleicht das Original, das du vielleicht auch gesehen hast, gefühlte 50 Mal gesehen, Sissi. Ja, selbstverständlich. Sissi. Ja. Und ist es so Sissi, wie wir es kennen mit Karl-Heinz Böhm früher? Fast. Es ist ein Animationsfilm. Man sagt ja heute 3D-Animation. So also, ich weiß nicht, Shrek, sowas gesehen? Nemo. Nee, ja. Sowas. Ja, also Nemo ohne Fische sozusagen. Ach so, also. Ja. Und das machen wir jetzt. Der ganze Film? Ja, der ganze Film. Und Sie hätten mal die Gesichter sehen müssen. Es sind ja sogenannte Animatoren, die das machen. Keine Animateure. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ja. Keine Animateure. Ja. Ne? Die Animatoren in versammelter, so viele wie hier ungefähr. Ja. Und es gab einen Workshop. Heute alles voller Anglizismen hier. So, und ich sage, das erste Briefing, ja, ist Lissi, die Kaiserin von Österreich, ist die schönste Frau der Welt und hat Ähnlichkeit mit mir. So war die Reaktion. Ja. Ja, aber es ist uns gelungen, glaube ich. Ja. Ja. Und also, ist schon fertig, der Film? Nein, das ist ja ein das würde jetzt die Sendezeit sprengen. Das ist ein völlig anderer Prozess wie beim Realdreh. Also es wird ja alles ganz anders angegangen. Es gibt zwei Sprachaufnahmen vorher, dann wird darauf animiert. Und das kann man in Deutschland machen oder wird das in Amerika gemacht? Das wird hier in Deutschland gemacht. Ja, wir haben 150 Mitarbeiter. Da sind Leute dabei, die bei King Kong mitgemacht haben oder bei Disney schon. Ja. Und das Tolle ist, es ist wirklich alles digital, selbst die Pferde. Und ich habe ja nun Erfahrung mit Pferden. Ja, ja. Bitte. Und das Tolle ist, diese Pferde scheißen mir nicht ins Set. Ja. Ja. Das haben die anderen gemacht? Ja. Ja. Da musste dann rausgeschickt werden und so weiter. Greift man da als Schauspieler auch mal selber mit zu oder kommt dann immer der Pferdescheißbeauftragte? Ich habe das immer Til Schweiger machen lassen. Aber er hat den Humor. War ein Scherz. Er hat den Humor. Ja. Am Montagabend geht es los. Bulli und Rick, die neue Staffel. Und Lissi und der wilde Kaiser heißt der Film. Ja, dauert auch noch eine Weile. Ja, das dauert noch eine Weile. Aber das finde ich toll. Das ist ja für dich auch ein neues Genre. Genre. So ein absolutes Animationsfilm. Ja, ich hoffe, es funktioniert. Ja. Montagabend. Heute geht es noch zurück nach München, denn diese Künstler arbeiten die Nächte durch am Computer. Schneiden, malen, feilen. Unglaublich. Ja, Bulli. War schön, dass du uns die Ehre gemacht hast. Seit 4 Jahren das erste Mal. Ja, wieder. Ja. Hab ich vorher ja. Aber ich meine, wer von einem Erfolg zum anderen geht, der hat keine Zeit, sich in Talkshows auszubreiten. Ja. Und vielen Dank für den Ausschnitt, war toll. Freut mich sehr. Bulli Herbig am Montag auf ProSieben. Jetzt, meine Damen und Herren, eine Zusammenfassung des Tages. Der Papst in Bayern. Morgen Abend kommen hier die Kollegen vom Scheibenwischer. Wir sind wieder zur Stelle am nächsten Mittwoch. Gast ist dann Jessica Schwarz. Dankeschön. Einen schönen Abend. Tschüss.